Eine solche Präsentation ist ganz einfach zu erstellen. Wir haben hier Keynote auf dem MacBook, anderen Geräten. Und in PowerPoint sieht es natürlich ein bisschen anders aus, aber das Prinzip funktioniert genau gleich. Ich habe hier meine erste Folie und kann bereits den Titel einfügen. Nun kann ich eine zweite Folie einfügen, auf der ich die Bilder hinzufüge. Zum Hinzufügen kann ich ganz einfach die Bilder auswählen. Wenn ich nun alle Bilder hinzugefügt habe, muss ich sie noch in die richtige Reihenfolge bringen. Im letzten Schritt kann ich noch die Pfeile integrieren. Wenn ich den Pfeil an der richtigen Stelle habe, kann ich mit den Linienstilen die Spitze ändern. Nun kann ich den Pfeil mehrfach kopieren und kann dadurch den Rest des Bildes vervollständigen. Wenn ich alle Pfeile richtig ausgerichtet habe, muss ich jetzt die Bilder animieren. Dafür gehe ich ins Animationsmenü. Ich kann hier bereits alle Objekte markieren, damit ich ihnen einen Effekt zuordnen kann. Wie bereits in der Vorschau zu sehen war, erscheinen alle Bilder und alle Pfeile, aber nicht in der richtigen Reihenfolge. Daher muss ich jetzt die richtige Abfolge noch einstellen. Da ich zunächst als erstes Bild gerne die Tulpen haben möchte, muss ich die Tulpen im ersten Schritt nach ganz oben schieben. Dann muss ich die Verbindungslinie identifizieren und die gehört jetzt dazu. Sie soll allerdings nicht einzeln, sondern dann im nächsten Schritt zusammen mit dem Bild erscheinen. Daher muss ich sie dazu verbinden. Das heißt also, dass sie nach der Animation und nicht durchs Klicken starten muss. Als nächstes kommt der Herbst. Und die Verbindungslinie kann ich entsprechend wieder dazu ergänzen. Zum Schluss kommt der Winter. Auch hier muss ich schauen, welche Verbindungslinie dazu gehört. Dann haben wir das jetzt richtig eingeordnet. Und ganz zum Schluss kommt die letzte Abrundung, der letzte Pfeil, der unsere Jahreszeiten komplett macht. Wir können uns das noch einmal anschauen.